Rod versklavte mich mit Hilfe des Nanosprengstoffs in meinem Kopf. Die Jobs, die er mir gab, nun, sagen wir, sie übertraten gewisse Grenzen. Ich war überzeugt, dass es besser ist, Brainiac und Rod auszuliefern, als nochmal in Bel-Rev einzusetzen. Und behielt recht. Bruce Wayne hatte sogar für die Heilung meiner TNT-Migräne bezahlt. Ich hasse Krankenhäuser, aber das war's echt wert. Ohne die Nanos konnte ich endlich Zoe wiedersehen. Als ich mein kleines Mädchen zuletzt sah, hatte sie 9 Kerzen auf der Torte. Das ist mein 2. Versuch als Vater. Und ich werde ihn garantiert nicht vermasseln.